Als ich mir 2010 unseren ersten Unimog gekauft habe, habe ich mir die Frage gestellt, welche Probleme hat dieses Fahrzeug, wenn man damit reist? Was habe ich zu erwarten? Ich habe dann heute 60.000 Kilometer mit diesem Fahrzeug gefahren und ich glaube, ich habe einige Erfahrungen gemacht. Und ich kann nicht sagen, dass sie negativ sind. Wir waren in Nordeuropa, wir waren in Nordafrika, wir waren in Spanien, wir waren in Namibia. Und die 60.000 Kilometer hat unser Fahrzeug an für sich wunderbar gehalten. Ja, ich kann es bestätigen. Mit dem Unimog kann man die Welt bereisen. Unsere erste Fahrt nach Island, die habe ich in einem anderen Video ja schon beschrieben. Da waren die Kinderkrankheiten, wie ich das nenne, noch drin. Da fehlte mir noch die Vorgelegeentlüftung, da war noch Dieselpest im Tank und es waren so ein paar Kleinigkeiten wie alte Keilriemen dort. Die festgestellten Mängel haben wir behoben und wir haben die Kabine vergrößert und nennen unser Fahrzeug jetzt Obelix 2. Mit Obelix 2 haben wir unsere erste Reise nach Tunesien unternommen. Wir fuhren durch die Schweiz nach Genua und nur 2 Kilometer vor dem Fährhafen, da hatten wir ein Problem mit dem Kompressor. Der Luftdruck sank, aber er stieg nicht mehr, auch wenn der Motor lief. Da unsere Fähre erst am nächsten Morgen startete, besorgten wir über den ADAC einen Service. Er schnitzte uns eine Dichtung aus einem verstärkten Dichtpapier. Aber leider hielt diese auch nur bis in der Wüste. Und als wir so schön in der Wüste waren, pfiff es wieder lustig durch. Da hatten wir auch keine Dichtung mehr. Wir haben dann eine Konservendose genommen, haben sie zerschnitten und daraus mühevoll eine Dichtung gemacht. Aber eine reichte nicht aus, sie war nicht dick noch. Wir mussten 2 machen. Hat uns so 3 Stunden gekostet, aber dann lief er bis zu Hause. Und 2 Tage später gab der Kompressor komplett auf. Kolbenfresser. Auch das sehr wahrscheinlich ein Standschaden, denn normalerweise geht ein Kompressor nicht so schnell kaputt. Unser Glück war, dass die Brotkonservendosendichtung bis zu Hause hielt und dort bei einem kleinen Fahrversuch zur nächsten Garage erst der Kolben fraß. Wieder mal Glück gehabt. Am Rande der Wüste ist die Stadt Tata. Dort fuhren wir in ein Restaurant, aßen ganz gut, so gut wie es dort geht. Und als wir zurückkamen, erblickten wir einen Ölfleck unter unserem Auto. Da musste erstmal gesucht werden, woher kam das Öl. Eine kleine Lunke hatte sich am Ölfilterhalter geöffnet und spritzte ganz feines Öl aus. Das waren auf 1000 Kilometer knapp 0,5 Liter Verlust. Zu Hause haben wir dann erstmal einen neuen Ölfilterhalter, der viel verstärkter jetzt von Mercedes geliefert wird, eingebaut. Es waren immer nur Kleinigkeiten, manchmal störend, aber zumeist mit Bordwerkzeug zu beheben. Man musste auch hin und wieder Glück haben, wie mit dem Kompressor, dass er erst zu Hause kaputt ging. So hatten wir zum Beispiel ein Problem, ein leichtes Zischen, was vorne links zu hören war. Irgendwo kam Luft raus. Dann stellte ich fest, es war ein Schlauch ganz leicht durchgeschaut. Die Kabine kann man hochheben, das heißt, man kann sie nach vorne kippen. Und darum laufen alle Kabel und Schläuche an einem Punkt, am Drehpunkt, ganz zusammengebündelt vorbei. Dieser Punkt ist natürlich sehr kritisch. Wenn doch die Kabel nicht sauber verlegt sind und sie kommen an irgendeiner Stelle an, dann können sie sich durchscheuern mit der Zeit. Und das war hier bei einer Druckleitung zur Bremse geschehen. Es war zwar nur eine ganz kleine Öffnung und der Schlauch hat auch nur ca. 8 Bar, aber er war nicht zu verschließen. Ich habe da ein kleines Gummi draufgesetzt und eine Schlauchschelle und so bin ich auf jeden Fall gut damit weitergekommen bis zu Hause. Es war kein großer Verlust, aber ein Problem, was man beachten sollte. Dann gab es da für mich noch die Erlebniswelt der Batterien. Die sind relativ teuer. Man muss nicht die originalen NATO-Blocks nehmen und in der besonders teuren Ausführung. Aber zu Anfang hatte ich den Fehler gemacht, hatte einfache Batterien genommen, nicht Heavy Duty. Heavy Duty sollten es schon sein fürs Gelände. Diese normalen Batterien, die reinpassen, reichen aber auch voll und ganz aus. Und den NATO-Knochen bei längerer Standzeit immer alles ausschalten. Habe ich einmal vergessen, da war ein Radio an und die Batterien waren nicht wiederzubeleben. Ist immer eine recht teure Angelegenheit. Aber das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt. Immer den NATO-Knochen raus und die Batterien am besten auch noch vom Netz nehmen. Ein Erhaltungsgerät
für längere Standzeiten ist auch recht sinnvoll. Nachdem wir Marokko und Tunesien mehrfach besucht hatten, ging es jetzt weiter südlich, nach Südafrika und von da nach Namibia und Botswana. Hier haben wir dann die nächsten 20.000 Kilometer ohne jegliche Probleme abgerappelt. Nachdem wir jetzt so ungefähr 50.000 Kilometer nach Restauration mit unserem Unimog gefahren waren, gab es dann die ersten Kleinigkeiten wieder. Durch die Wüstenfahrt hatte sich Sand unter dem Tankhalter gesammelt. Das war überhaupt nicht feststellbar und irgendwann gab es leichten Dieselverlust. Da muss ich sagen, war ich in Kamajab und da ist ein Meister von Mercedes irgendwann hängen geblieben. Und er sagte mir direkt, der Tank ist durch. Er ließ ihn ausbauen und tatsächlich, wir mussten ein langes Stück Blech aufschweißen, um den Ausfluss dort zu vermeiden. Aber das hat an für sich uns einen halben Tag gekostet und war relativ leicht zu beheben. Als ich dann mit Mathilda alleine unterwegs war, irgendwann ging wirklich viel Luft ab. Und ich stellte dann fest, es war am hinteren Anhängeranschluss das Rohr gebrochen, direkt in der Überwurfmutter. Und natürlich hatten wir keinen neuen Schneidring da, aber Mathilda hatte Gott sei Dank alles Kleingeld mitgenommen und 3 1-Cent-Stücke passten dort genau hinein und so haben wir das Ding wieder abgedichtet. Den Anhängeranschluss mit Rohr haben wir dann entfernt, braucht wer nicht. Und dieses Improvisorium hält bis heute. Never changing a running system. Regelmäßig sollte man sein Fahrzeug natürlich auch einer kleinen Inspektion unterziehen. Dazu gehört bei mir Öl prüfen, Vorgelege, Öle wechseln alle 20.000 Kilometer, den Kühler reinigen, das ist auch etwas Wichtiges, denn dort findet sich jede Menge von irgendwelchen Blüten, Blättern und sonstiges und behindern das. Irgendwann kam dann ein neues Problem. Es tropfte Öl aus und zwar immer nur, wenn wir standen. Es begann am rechten Hinterrad. Der Dichtring war undicht. Die sind doch schließlich 30 Jahre alt und können irgendwann undicht werden. Aber wenn sie undicht sind, dann beschädigen sie auch meistens die Lauffläche dieser Scheibe. Und die muss dann mit ausgetauscht werden. Ich hatte deshalb aus Deutschland eine neue Scheibe und einen neuen, moderneren Kassettendichtring mitgebracht. Da es etwas schwierig ist, diese zu montieren, hatte ich mir so ein Hilfswerkzeug herstellen lassen. Das ermöglichte es mir dann, in feldmäßiger Instandsetzung, so wie ich das nenne, diesen zu wechseln. Hier kann man eindeutig sehen, dass bei diesem Dichtring die Dichtung in Dichtring erfolgt. Der äußere Ring und der innere Ring stehen fest auf der Welle und im Gehäuse. Das ist hier das Hilfswerkzeug, besteht aus 3 Bolzen und einer Scheibe und lässt sich leicht montieren. Das haben wir dann in Windhoek vorgenommen, die Montage. Und heute muss ich sagen, ich würde alle Räder bei einem neuen Aufbau eines Unimox mit diesen neuen Kassettendichtringen versehen. Denn das ist wesentlich sicherer. Und wie sich nachher herausstellte, haben fast alle nach einiger Zeit dieses Problem, dass der Dichtring dort undicht wird. Nach 60.000 Kilometern mit unserem Ubulix haben wir einiges an Erfahrung erfahren. Die Michelin-Reifen haben ungefähr noch so 30-40% vom Profil und wir hatten keinerlei Schäden an den Reifen. Die ersten Probleme waren einfach auch Standschäden. Dass der Kompressor kaputt gegangen ist, ist anormal gewesen. Vielleicht hatte er irgendwo einen Fehler schon von vornherein, denn nach 12.000 Kilometern seinen Geist aufzugeben, ist nicht üblich. Ansonsten waren es viele Kleinigkeiten, aber 60.000 Kilometer und ich fahre auch wirklich Gelände, Wüste und ich schone mein Fahrzeug nicht, dafür ist es schließlich gebaut. Wenn euch unsere Ausführungen hier gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Und ja, wir haben einen Webshop und wir geben auch einige Sachen ab. Aber das sind alles Sachen, die man sonst nirgendwo bekommt. Diese produziere ich einfach nur deshalb, weil ich sie nirgendwo anders bekommen kann. Wie Falkenbalg, Vorgelegeentlüftung und etc. Tritte, damit ich leichter ans Auto komme. Bis dann. Tschüss.